warum, beziehungsweise es soll wieder Minecamp 3 kommen. Dazu möchte ich gerne eine Kleinigkeit sagen. Again! Hey, hey, hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Runde. Lange ist es her, Jump World, und ich spiele heute wieder eine Map für mich. So, ja, ihr seht es schon hier, viel Spaß mit meiner fünften Map für der Color Div, wieder von Kali oder Charlie, ich sag mal Kali, ich hoffe, das ist nicht falsch. Und ja, es wird auf jeden Fall wieder öfter Jump World kommen. Ich habe jetzt den letzten Tag, wie gesagt, keine Videos gebracht, auch gestern schon wieder nicht, obwohl ich vorgestern gesagt habe, es wird jetzt wieder mehr. Aber gestern hat mich echt die Unlust übermannt und dementsprechend habe ich dann kein Video gedreht und ja, nehmt es mir bitte nicht krumm. Ihr wisst ja, ich bin da eher so, dass ich sage, ich mache Videos, wenn ich darauf Bock habe und von wenn ich Spaß habe. Sonst ist es halt doof, weil ich möchte euch ja auch Unterhaltung bieten und nicht nur einfach so. Ich meine, ich weiß, Leute, nicht alles gefällt euch, nicht jedem, weil jeder Geschmack ist anders. Aber ich meine, es geht ja darum, es muss auch mir gefallen. Und ich könnte euch halt nicht irgendwas hochladen, wo ich weiß, dass ich das irgendwie kacke fand und ich keinen Spaß dabei hatte, das aufzunehmen und auch generell einfach nur mich gezwungen habe. Ja, ich wollte aber Jump World heute auch nochmal nutzen, um ein bisschen was anzusprechen, denn ihr habt ja mitbekommen, ich habe ja angefangen, so Lucky Blocks zu machen. Und ich möchte euch auf jeden Fall sagen, dass ich jetzt versuche, das auch häufiger zu bringen, weil es mir auch aufgefallen ist, dass das bei euch mega, mega, mega übelst gut ankommt. Also alles, was bei mir damit Lucky ist, Lucky Rush, Lucky Battle, Lucky Blocks, Lucky Tower, alles mit Lucky, wird dann alles mit Lucky Blocks zu tun haben. Also immer, wenn ein Video kommt und es nicht im Thumbnail steht mit Lucky oder sowas, dann das kann auch manchmal stehen, dass ich dann auch zum Beispiel EM Lucky Blocks so stehen habe. Ich meine, das ist zwar nicht mehr so, weil die EM ist vorbei, aber generell, wenn da irgendwas ist, ich meine, es gibt ja auch Pokémon Lucky Blocks, das könnte ich auch mal machen, da kann man gegeneinander kämpfen, das habe ich bei Basti gesehen. Ich bin zwar kein Mensch, was Pokémon angeht, der da Ahnung von hat, aber man könnte es auch einmal machen, weil ich glaube, dass einige von euch, vor allem jetzt, wo der Hype von Pokémon Go gerade so mega groß ist, dass es sogar einige interessieren könnte und vor allen Dingen gefallen könnte. Also solltet ihr da in den nächsten Wochen echt mal die Glubscher auflassen auf meinem Kanal und euch die Folgen Lucky Blocks in jeglicher Art und Weise, ob Pokémon, ob EM, was auch immer, euch reinziehen. Auf jeden Fall. So, ich wollte ja so ein paar Themen abarbeiten. Ich habe aber nichts wieder aufgeschrieben. Das ist wieder so eine Sache, wo ich mir so denke, Kalle, hättest du das mal gemacht? Hättest du das mal gemacht? Hättest du das mal aufgeschrieben? Aber nein, habe ich nicht gemacht. Weil, was ist natürlich, der Kalle ist doof. Der Kalle ist einfach dämlich. Und jetzt rede ich von mir in einer dritten Person. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Das hört sich so echt bekloppt an. Der Kalle gefällt das gar nicht. Nee, den Kalle, den... Nein, also mir gefällt das echt nicht, dass ich so in der dritten Person von mir rede. Und ich glaube, wir müssen hier rein. Ja. Nee, aber auf jeden Fall, ich habe auch nochmal heute ein paar Kommentare bekommen. Ein Kommentar ist mir besonders aufgefallen. Und zwar war die Frage, warum, beziehungsweise es soll wieder Minecamp 3 kommen. Dazu möchte ich gerne eine Kleinigkeit sagen. Und zwar, ich habe selber mega Lust auf Minecamp 3. Auf jeden Fall. Ich habe mir auch schon echt ein gutes Konzept wieder ausgedacht, weil ihr wisst ja, Minecamp 1 und Minecamp 2, das war halt so, ja, war halt so eine Sache, wo man sagt, okay, war jetzt nicht mehr ganz so gelungen. Also Minecamp 1 ist natürlich immer... wurde gefeiert vom Übelsten, das weiß ich noch. Da viele Leute sagen auch, als Minecamp 2 war, dass sie Minecamp 1 besser fanden. Obwohl im Minecamp 1 nie irgendwie was passiert ist. Im Endeffekt, da waren ja auch kaum Leute da. Und ja, dennoch gab es auch Leute, die Minecamp 2 geil fanden. Aber bei Minecamp 3 wird alles anders. Kann ich euch schon mal so schon sagen. Aber wir haben noch nicht angefangen, Plugins zu schreiben, gar nichts, weil wir müssen ein paar Plugins schreiben, denn ich kann euch ja eine Kleinigkeit sagen, es wird spät dieses Mal mehrere Welten geben und es wird auch wieder unter einer Kuppel stattfinden. Oh, wir haben es geschafft. Nice. So, ich würde sagen, wir hüpfen einfach rückwärts, so gut es geht. Es wird dieses Mal in einer Kuppel wieder stattfinden, also so wie das erste Minecamp, wir wollen mal wieder langsam... Minecamp 1 treu bleiben und
nicht einfach nur eine Insel nehmen, sondern wir wollen wieder das alte Minecamp zurück, so wie wir es angefangen haben, so wie wir es auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Minecamp 1 im Endeffekt, was die Kuppel angeht, auf jeden Fall mehr gefeiert als Minecamp 2, weil dann hätte er einfach unendlich weg schwimmen können und so weiter und so fort. Und das haben auch einige getan, unbewusst und ob bewusst oder nicht. Das ist ja dementsprechend, das kann man ja mal dahinstellen. Aber auf jeden Fall kann ich das sagen, es wird auf jeden Fall ein bisschen durchdachter, deswegen dauert es auch so lange. Normalerweise habe ich ja immer gedacht, jedes Jahr am 19.03. starten wir Minecamp, aber das Problem ist, es geht einfach noch nicht. Denn dieses Jahr wollte ich mir einfach wirklich mal die Zeit nehmen und das vernünftig durchplanen, weil das ist jetzt die letzten Male nicht so gut gelaufen. Ich werde ein richtiges Dokument schreiben, also richtig auf die Website dann auch hochladen. Auf der kalad.de erstmal nur privat für die Leute, die ich einlade, und danach wird es öffentlich gestellt auf der Website auf kalad.de, um euch das zu zeigen, und ihr könnt euch das Regelwerk alles durchlesen und so weiter und so fort. Aber damit ihr auf jeden Fall Bescheid wisst, es dauert noch ein bisschen auf jeden Fall, weil erstmal machen wir Craft Club fertig, weil ich habe ja nur einen Developer und das ist der Leon, und der macht der Craft Club, der macht auch nebenbei andere Server, die, wo ich nichts mit zu tun habe, und der macht halt auch im Ab und zu dann noch die Website für uns, also für mich, Craft Club, und für der KalaD, beziehungsweise die ist, steht erstmal flach, weil ja erstmal Craft Club Vorrang hat, weil Craft Club ist so lange schon online und wir sind auch schon in der Alpha, aber ich habe noch keine Werbung für gemacht, weil es meines Erachtens noch nicht so wichtig war oder beziehungsweise ist, weil es ist noch nicht ganz so ausgreifend, und wir wollen die Freebuild-Welt wieder hinhaben, bevor wir in die Beta gehen und alle Leute einladen und sagen, yo, los geht's, und Werbung machen, auch YouTube-Kollegen anschreiben, so, yo, schau mal vorbei, mach mal ein Video oder sowas. Ne, das ist halt so eine Sache. Und deswegen dauert es mit Minecamp noch ein bisschen. Ich hoffe persönlich, dass es dieses Jahr noch was wird, so im Herbst gegen Winter. Ich kann es aber nicht versprechen, aber das wäre schon ein Plan ungefähr. Aber wenn es nächstes Jahr wird, ist es auch nicht so schlimm. Vielleicht klappt es ja sogar nächstes Jahr zum 13.09. Das wäre natürlich zum 9.3. 13.09. Wie komme ich jetzt auf 13.09? Zum 19.3. So wie Minecamp 1 gestartet ist. Und das wäre natürlich optimal. Das wäre natürlich perfekt. Und ich denke mal, ich würde es feiern. Ob ihr es feiern würdet, denke ich mal auch. Weil das ist natürlich so ein Datum, da das alles begonnen hat. War das erste Minecamp. Es hat begonnen und ja, ne, es ist geil. So, aber auf jeden Fall, Leute, das war's mit dem Video von heute. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Und ja, ich bin jetzt weg. Wir sehen uns die nächsten Tage in den Videos. Morgen kommt definitiv ein Video. Übermorgen kommt definitiv ein Video. Und übermorgen definitiv auch. Und ich denke mal, die Tage danach werde ich es auch hinbekommen. Ich habe einfach, mich hat einfach ein bisschen die Lust, ist mir ein bisschen verloren gegangen die letzten Tage. Aber jetzt, frisch am Start, ich habe wieder voll Bock. Zocken, 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 hochladen und euch unterhalten. Aber das war es jetzt auf jeden Fall mit dem Video. Wie gesagt, wirklich jetzt ohne großes Rumgeschnacke. Ich wünsche euch noch was. Macht's gut. Auf Wiedergeschauen. Again.